Warum haben die allermeisten Elektroautos in Deutschland den Buchstaben E am Ende vom Nummernschild? Was hat es mit diesem E auf sich? Und andersherum gefragt, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, kriege ich dann auch ein E auf dem Kennzeichen? Bekomme ich das E-Kennzeichen automatisch? Kostet das irgendetwas mehr? Verpflichtet mich das zu etwas? Was für Rechte habe ich mit dem E-Kennzeichen, die andere Autos ohne E nicht haben? Das klären wir heute. Einfach erklärt, heute alles rund ums E-Kennzeichen. Um mit der Elektromobilität in unserem Land voranzukommen, hat die Bundesregierung schon vor Jahren einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu gehören finanzielle Anreize, Kaufprämien, Steuererleichterungen. Aber man möchte auch im Straßenverkehr das Elektroauto ein klein wenig besser stellen und möchte so ein paar Goodies einführen, wie das andere Länder auch machen. In Oslo, glaube ich, darf man die Busspur benutzen, wenn man ein Elektroauto fährt, und ist so morgens im Berufsverkehr eine halbe Stunde früher im Büro und abends eine halbe Stunde früher zu Hause. Das ist sicherlich so einer dieser soften Vorteile, die man da gerne den Elektroautofahrern möglich machen möchte. Deshalb musste man, bevor man da rangeht, als erstes mal definieren, was denn ein Elektroauto ist. Also ab wann ist ein elektrisch betriebenes Auto ein Elektroauto im Sinne von Gesetz und Ordnung. Und deshalb hat man ein Gesetz erlassen im Jahre 2015, Juli 2015 ist das in Kraft getreten. Ich lese das mal ab. Das heißt, das Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Das wird umgangssprachlich als Elektromobilitätsgesetz oder EMOG bezeichnet, EMOG abgekürzt. Dieses Gesetz definiert, was in Deutschland ein Elektroauto ist im Sinne der gesetzlichen Regelungen, die danach kommen, die das Elektroauto dann fördern oder besser stellen. Das Elektroauto, und das ist in diesem Gesetz definiert, sind genau vier Merkmale. Erstens, es muss einen elektrischen Antrieb haben. Das ist ein batterieelektrisches Auto, das ist auch ein brennstoffzellenbetriebenes Fahrzeug zum Beispiel. Also elektrischer Antrieb ist Nummer eins. Nummer zwei, die elektrische Energie muss extern aufladbar sein. Es gibt von Toyota den Prius, das sind Fahrzeuge, die sich ihre elektrische Energie selber machen und dann so 2 Kilometer Reichweite damit erzeugen. Das ist im Sinne des Elektromobilitätsgesetzes kein Elektroauto, sondern ich muss einen Stecker haben, mit dem ich das Fahrzeug dann elektrisch aufladen kann. Beim Brennstoffzellenauto zum Beispiel ist es der Wasserstoff, den ich elektrisch dann hinzufüge. Die elektrische Reichweite, die rein elektrische Reichweite, ist der dritte Punkt, muss mindestens 40 Kilometer betragen. Das wiederum ist der Grund, warum mir bei einigen Fahrzeugangeboten in den Katalogen immer WLTP 42 Kilometer seht, zum Beispiel bei Plug-in Hybrid. Als das Gesetz 2015 in Kraft trat, gab es eine Übergangsfrist, da waren das 30 Kilometer. Das waren so die ersten Plug-in Hybrids. Vor etwas über einem Jahr ist das erhöht worden auf 40 Kilometer. Die damals in der Übergangsphase zugelassenen Fahrzeuge mit 30 Kilometer Werksangabe, die fahren auch heute noch. Wer so ein E-Kennzeichen hat, der behält das, aber für Neuzulassungen gilt praktisch dann die 40 Kilometer, alternativ 50 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer nicht überschreiten. Also entweder fahre ich rein elektrisch 40 Kilometer oder mehr, oder ich stoße weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Das sind die vier Dinge. Elektrischer Antrieb, extern aufladbar, elektrischer Antrieb, extern aufladbar, elektrische Reichweite 40 Kilometer oder alternativ nicht mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer. Und dann hat man so ein Elektroauto definiert. Und die Frage ist, was macht man jetzt mit dieser Definition? Und da hat der Gesetzgeber vier Punkte gegeben, die man dem Elektroauto jetzt als Goodie geben kann. Zum einen geht es um das Thema Parken. Man kann dem Auto also ein Parken erlauben, wo sonst ein Verbrenner zum Beispiel nicht parken darf. Man kann es von Parkgebühren befreien. Man kann es von Verboten befreien. Wenn also ein Verbot besteht, da darfst du nicht durchfahren, dann kann man das Elektroauto davon ausnehmen. Und man kann auch die Erlaubnis geben zur Benutzung verschiedener Straßen und Wege, die sonst nicht für Benutzung mit Autos freigegeben sind. Also ein Katalog von mehreren Maßnahmen, aus denen sich dann jede Kommune, jeder Kreis, jede Stadt selber aussuchen kann, was man hier dem Elektroauto gewährt. Anschließend hat man aufgrund dieses Elektromobilitätsgesetzes
das E-Kennzeichen eingeführt. Denn irgendwie muss ja jetzt jemand, der das kontrolliert im Straßenverkehr, erkennen können von draußen, ist das jetzt so ein berechtigtes Fahrzeug oder nicht. Und seit September 2015 gibt es dann auf der Grundlage des E-MOX das E-Kennzeichen. Da hat man sich ein bisschen bei den Oldtimer was abgeguckt. Autos, die älter sind als 30 Jahre, können auf Antrag ein H-Kennzeichen haben, kriegen dann eine steuerliche Bevorteilung und sollen so ein bisschen dieses Kulturgut Auto weiterpflegen. So ein H-Kennzeichen hatte ich auch mal. Ich hatte mal einen Ford Mustang, seht ihr hier im Bild, mit einem H-Kennzeichen. Da seht ihr das HHQQ65H war die Autonummer. Und H steht bei diesen Fahrzeugen dann am Ende für historisch. Und so hat man sich gesagt, na gut, dann nehmen wir ein E für elektrisch und nehmen das als Kennzeichenzusatz ganz hinten dran. Und dann haben wir unsere Kennzeichnung fertig. Da waren damals verschiedene Themen im Gespräch. Eine blaue Plakette war da im Gespräch und. Hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern das ist das E-Kennzeichen geworden. Ja, und jetzt wisst ihr also, wer so ein E-Kennzeichen an seinem Fahrzeug hat, der hat die Bevorrechtigung oder hat den Status, dass er von diesen Bevorrechtigungen Gebrauch machen kann. In Hamburg zum Beispiel, kann ich nur sagen, gibt es nur einen Vorteil, den ein Elektroauto hat, und das sind die Parkgebühren. Wenn ihr im Hamburger Stadtbild parkt, an der Parkuhr, gibt es ja nicht mehr, sind so Parkautomaten, dann seid ihr von diesen Parkgebühren befreit. Ihr dürft aber nicht länger parken als alle anderen auch. Das heißt, wenn an dem Parkautomaten steht, Höchstparkdauer sind 2 Stunden, dürft ihr genau 2 Stunden parken, länger nicht. Damit ihr das anzeigt, müsst ihr zwingend eine Parkscheibe verwenden. Das ist ein ganz wichtiges Utensil. An dieser Stelle auch nochmal der Tipp an alle Autohändler, wenn ihr einen Kunden loslasst zur Probefahrt übers Wochenende mit einem Elektroauto, achtet darauf, dass ihr da eine Parkscheibe drin habt, sonst bringt ihr den Kunden in echte Schwierigkeiten. Also, wenn man im öffentlichen Park, auf öffentlichen Parkflächen kostenlos parken will mit dem Elektroauto, dann die Parkscheibe nicht vergessen, sonst wird es teuer. Das kann in Hamburg schon mal eine Menge Kosten sparen, denn das öffentliche Parken in der Stadt so für 2-3 Stunden an so einer Säule, da liest man dann auch durchaus mal bei 6 Euro. Und wenn man das jeden Tag macht, dann kommt da schon ganz schön Geld zusammen. Ja, ein paar Fragen zum E-Kennzeichen. Bekomme ich das E-Kennzeichen automatisch, wenn ich einen Wagen zulasse? Da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, nein. Das muss man wirklich bei der Zulassung immer wieder ansprechen und sagen, achten Sie drauf, es ist ein Elektroauto, ich möchte ein E-Kennzeichen haben, auch hier in Hamburg. So richtig von alleine passiert das nicht. Wenn man pfiffigen Menschen da hinterm Tresen hat, dann schon. Aber besser ist, man sagt es. Es gibt auch keinen Rechtsanspruch oder keine Verpflichtung, dass ein Elektroauto ein E-Kennzeichen haben muss. Es kann auch ohne E-Kennzeichen zugelassen werden. Nur dann kann ich zum Beispiel beim kostenlosen Parken ein Ticket kriegen, weil ich ja nicht erkennbar bin als Elektroauto. Oder wenn ich eine Ladesäule benutze, an der ich ja nur mit einem Elektroauto stehen darf, muss ich auch ein E-Kennzeichen dran haben. Wenn ich einen Tesla ohne E-Kennzeichen in Hamburg an die Ladesäule stelle, gibt es das Risiko, dass ich da tatsächlich ein Ticket bekomme. Ja, brauche ich das E-Kennzeichen zwingend? Wie gesagt, ich würde es immer nehmen, denn es kostet nicht mehr, es verpflichtet zu nichts, die Zulassung wird nicht teurer, das Nummernschild wird nicht teurer, ich habe Vorteile davon, und wenn ich sie nicht in meiner Stadt oder in meinem Kreis habe, dann auf jeden Fall in vielen anderen Städten, und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann kann man die entsprechend wahrnehmen. Besonderheit beim E-Kennzeichen, da solltet ihr beim Zulassen darauf achten, ist die Länge. Wenn ihr in einem Zulassungsbezirk wohnt, der vorne schon 3 Buchstaben hat und dann noch, ich sag mal, euer Monogramm und Geburtsdatum haben wollt, also 2 Buchstaben und 4 Zahlen, dann ist hinten kein Platz mehr fürs E. Das heißt, dann müsst ihr irgendwie auf 3 Zahlen runter oder irgendwie auf 2 Zahlen, müsst ihr mal gucken. Je kürzer die Autonummer ist, umso einfacher habt ihr es mit dem E hinten dran. Kritik an dieser Lösung mit dem E-Kennzeichen gibt es natürlich auch, und das sind vor allem diese 40 Kilometer, die da als Regelung für ein E-Kennzeichen drinstehen. Ich sag mal, da wird ein Plug-in-Hybrid, zum Beispiel ein Range Rover E400 oder ein Bentley Bentayga V8 Plug-in-Hybrid oder ein Mercedes S560e Plug-in-Hybrid, heißt der, glaube ich. Diese Fahrzeuge, die ja im Prinzip, ich will nicht sagen, dass sie den elektrischen Antrieb nur als Alibi haben, aber
aber im Grunde genommen müssen die da zum Beispiel an der Ladesäule nicht laden, die können auch weiterfahren, die haben ja nun genügend Sprit im Tank. Diese Fahrzeuge werden Fahrzeugen gleichgestellt, die rein elektrisch fahren, die viel mehr für die Umwelt tun und die zum Teil auch an die Ladesäulen ran müssen, um weiterzukommen. Als Plug-in-Hybrid-Fahrer muss ich das nicht, da kann ich auch mit meinem Benzinmotor noch weiterfahren. Ich darf aber trotzdem hier in Hamburg mit so einem Koffer eine Ladesäule für 2 Stunden legal belegen, obwohl ich in den 2 Stunden bei der Ladeleistung ins Plug-in-Hybrids kaum Strom mitnehme. Da kommen dann irgendwie 7 oder 8 Kilowattstunden raus, die der da lädt. Das ist eigentlich alles Blödsinn. Und ich sehe das im Stadtgebiet hier auch, dass die Plug-in-Hybrids jetzt langsam als Firmenwagen kommen und an den Ladesäulen auftauchen, weil es so schön praktisch ist, denn der Platz ist ja irgendwie immer frei. Das ist also die große Kritik, ist aber so. Nebenbei bemerkt, auch ein Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb, Wasserstoff, hat ein E-Kennzeichen und darf auch an diesen Parkflächen parken, obwohl es da gar nicht laden kann, weil es gar keinen Stecker hat, aber es darf dort parken. Zu diesem ganzen Thema öffentliche Ladesäule mit Stecker, ohne Stecker, Laden und so weiter werdet ihr in naher Zukunft noch ein Video sehen. Da bin ich gerade in Vorbereitung, um das einmal für euch aufzuarbeiten. Wie geht das da draußen? Was muss ich beachten? Wie funktioniert das? Das mache ich aber nicht alleine. Da hole ich mir noch einen Gast dazu, aber das werdet ihr dann sehen. Ja, brauche ich eine Umweltplakette? Ja, brauche ich. Ist erstaunlich, aber ist so. Das Gesetz für diese Umweltplakette, das ist deutlich älter als das Elektromobilitätsgesetz. Das heißt, als die grüne Plakette oder diese bunte Plakette in der Scheibe eingeführt worden ist, gab es das Thema Elektroauto, E-Mog noch nicht. Dann kam das Elektromobilitätsgesetz. Jetzt müsste man im Grunde genommen in das Gesetz zur grünen Plakette noch einen Satz reinschreiben, dass ein Elektroauto keine Plakette braucht. Das hat man noch nicht gemacht und so lange muss auch ein Elektroauto so eine grüne Umweltplakette haben, um in der Umweltzone kein Ticket zu kriegen. Ein Ticket kostet 80 Euro und Punkte gibt es nicht mehr, aber 80 Euro sind 80 Euro. Also lasst euch bei der Zulassung des Elektroautos auch eine grüne Umweltplakette in die Scheibe geben. Die Vorteile, die ich genannt hatte, die ein Elektroauto haben kann, kann sich, wie gesagt, jede Kommune, jeder Kreis, jede Stadt selber aussuchen. Und insofern ist es im Moment in Deutschland ein Flickenteppich. Es gibt keine einheitliche Regelung, ist auch ein Kritikpunkt. Jeder darf sich aus dieser Wunschtüte was raussuchen. Aber im Prinzip gibt es im Moment, wenn überhaupt, höchstens die Parkgebühr, die dort freigegeben wird. Das heißt, die Autos parken kostenlos oder es gibt Ladesäulen, wo die eben reserviert sind. Also das Thema Parken wird angegangen. Durchfahrtsverbote oder besondere Straßen oder Spuren oder auch die Benutzung der Busspur ist im Gespräch immer mal wieder. Das gibt es tatsächlich in keiner Stadt. Und ich muss ehrlich sagen, auch in Hamburg, ich möchte die Busspur nicht benutzen. Das ist mittlerweile so abgetrennt. Da will ich gar nicht zwischendrin fahren, zwischen diesen Bussen, wo immer Leute ein- und aussteigen. Dann muss man da anhalten. Das halte ich auch für absoluten Wahnsinn. Ausländische Kennzeichen sind übrigens gleichberechtigt. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Österreich ja auch die Kennzeichnung Elektro von Elektroautos. Die kriegen ein grünes Nummernschild, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist dann nicht schwarze Schrift auf weiß, sondern grüne Schrift auf weiß. Das ist in Österreich die Kennzeichnung für ein E-Auto. Und mit dem grünen Kennzeichen könnt ihr hier in Deutschland genau die gleichen Dinge in Anspruch nehmen, die wir mit dem E-Kennzeichen hier in Anspruch nehmen können. Wenn, und jetzt, das finde ich sehr spannend, wenn ihr mit einem ausländischen Fahrzeugkennzeichen hier in Deutschland rumfahrt und das ist nicht erkennbar, dass es ein E-Auto ist, also zum Beispiel, ich glaube, in der Schweiz, weiß ich gar nicht, ob es da andere Kennzeichen für E-Autos gibt oder in England oder so, dann bekommt ihr bei der Zulassungsstelle eine blaue Plakette. So steht es jedenfalls im Gesetz. Und diese blaue Plakette wird hinten am Auto angeklebt. Die wird nicht in die Scheibe geklebt, nicht verwechseln mit diesen Umweltplaketten, sondern die soll aufs Heck des Autos geklebt werden. Ich habe so eine Plakette noch nie gesehen. Ich habe versucht, hier in Hamburg eine Auskunft zu kriegen, ob jemand schon mal hier nach so einer blauen Plakette gefragt hätte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie eine Aussage geben könntet. Wer von euch hat sowas schon mal gesehen? Habt ihr schon mal eine blaue Plakette hinten auf dem Auto gesehen bei einem ausländischen Elektroauto? Hat das jemand von euch schon mal beantragt? Gibt es das wirklich? Denn im Gesetz steht das so drin.
Wichtig ist, dass ihr die Parkscheibe nicht vergesst, ein unverzichtbares Utensil für jedes Elektroauto, darf in keinem Elektroauto fehlen, Parkscheibe, um da nicht in Teufelsküche zu kommen. Fazit, wenn ihr ein neues Elektroauto zulasst, dann bekommt ihr ein E-Kennzeichen. Auf jeden Fall würde ich da hinterher sein und würde eins haben wollen, auch wenn vielleicht in der Stadt, in dem Kreis, wo ich mich bewege, im Moment noch keine Vorteile für Elektroautos gegeben werden. Die kommen aber, und wenn ihr irgendwo nach Berlin fahrt oder in eine andere Stadt wie Hamburg, dann auf jeden Fall ist das Elektroauto-Kennzeichen hier ein Ding, was euch weiterbringt. Das war's in Kürze zum E-Kennzeichen. Nächste Woche machen wir was anderes und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Im Hintergrund seht ihr noch ein Video, was ich hier gerade im Schnitt habe vom Hyundai Kona. Da sitze ich noch dran und bin dabei, das für euch zu schneiden. Das seht ihr bald. Ciao.